und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute über meine Favoriten. Und ihr wisst, es gibt Traditionen in diesen Videos. Ich zeige euch erst die Dinge, die ich euch nicht direkt zeigen kann. Und zwar, also, die ich nicht in die Kamera halten kann. Und dann fangen wir mal mit einer Serie an, die jetzt nicht neu ist. Denn es gibt 6 Staffeln davon. Ich bin jetzt bei Staffel 6. Und zwar ist das The Good Doctor. The Good Doctor handelt von einem Autisten, Dr. Sean Murphy, der eben als Chirurg in einem Krankenhaus anfängt. Und ich würde die Serie jetzt nicht als so... Es gibt Serien oder es gibt Filme, die irgendwas in dir auslösen, die dich zum Nachdenken bringen und so. Sowas ist es nicht. Es ist schon Unterhaltung, würde ich sagen. Aber es ist auch wichtig, dass wir eben neurodivergente Menschen in Filmen eben unterbringen können. Denn ich bin ja auch als ADHS-Wahrscheinlichkeitspatientin, was weiß ich, wie ich dazu sagen soll. Naja, also Neurodivergenz ist für mich auch eine Wahrscheinlichkeit und es ist halt auch wichtig, dass wir eben solche Menschen auch eine Plattform geben. Der Schauspieler, den Schauspieler kenne ich von Bates Motel. Also er macht das richtig, richtig gut. Aber ich finde so auch, die Serie verliert sich auch irgendwann mal. Also ich finde, die 6 Staffeln reichen wirklich aus. Und es muss nicht alles wie Emergency Room ausgequetscht werden, bis zum geht nicht mehr. Also es ist eine tolle Unterhaltung, falls du wirklich mal viel Stress hast und was zum Ablenken brauchst, ist das eine richtig tolle Sache. Aber mir ging es halt ganz lange so, dass ich das halt nicht angucken wollte, weil ich mir halt einfach gedacht habe, schon wieder so eine Serie, so eine Arztserie, habe ich jetzt gerade echt keinen Bock drauf. Aber das hat sich so ein bisschen verflüchtigt. Die Arztserien sind jetzt nicht mehr so in, kann man sagen. Und ja, wer es noch nicht angeguckt hat, lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, seit wann ich den Rucksack habe. Was ich auf jeden Fall habe, sind Haare in meinem Pony, die da nicht hingehören. Okay, also, diesen Rucksack habe ich 5 Jahre vielleicht, oder bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mit dem Gedanken an die Sache angegangen, ich kaufe mir was Nachhaltiges, ich kaufe mir was, was aus meiner Gegend kommt. VD ist eine Marke, die eben hier ihren Zweig hat und man kennt sie inzwischen halt echt deutschlandweit und ich finde es halt super witzig, weil die nennen ihre Rucksäcke zum Teil wie Ortschaften hier. Meiner heißt Isni 2. Den gibt es nicht mehr direkt auf der Seite, weil das Modell halt einfach ausgelaufen ist. Es hat Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist von dem Rucksack, dass er halt ziemlich groß ist, keine Seitentaschen hat. Heute würde ich mich so nicht mehr entscheiden, denn diese Rucksäcke gibt es mit Reißverschluss. Also, wie heißt der? Kisleck. Kisleck, den gibt es noch auf der Seite, den müsst ihr euch mal angucken. Und der hat eben einen seitlichen Reißverschluss. Der hat auch eine Tasche für den Laptop. Und das ist eigentlich schon ganz wichtig. Das hat man da in diesem Teil, das ich jetzt habe. Ich zeige hier auf den Boden, weil da steht der. Das habe ich jetzt in dem Teil, das ich habe, nicht. Und zusätzlich muss man zu dem Rucksack auch sagen, er ist nicht vegan. Die 2 Rucksäcke, die jetzt auf der Homepage noch angeboten werden, Kisleck und Wolfegg war es, glaube ich. Das ist so witzig, weil das sind Ortschaften von hier. Die haben beide, also einen Reißverschluss, die kosten ein bisschen mehr. Und diese Innentasche, also ich habe auch eine Innentasche, weil das Ding ist halt schon sehr groß. Und diese Innentasche, die ist halt auch nicht unbedingt geschickt bei meinem. Und die ist aber wichtig, weil sonst verlierst du alles in dem Rucksack, weil das ist ja ein recht minimalistisches Teil. Aber ich habe es nie bereut. Ich war jetzt vor kurzem damit in Stuttgart. Das Teil ist einfach super. Ne? Also ich bin vorher durch den Regen gelaufen, da ist nichts reingelaufen, der ist sowas von wasserdicht. Aber er ist halt nicht vegan. Das ist irgendwie eine Milchfaser oder so. Also es ist top nachhaltig, VD, kann man nichts dagegen sagen. Ich habe mich halt einfach damals entschieden, will ich was, was hier produziert wird, was hier eben nachhaltig bezeichnet wird
und Siegel trägt oder will ich irgendwas anderes, was von weiter her kommt? Und ich finde gerade bei so Rucksäcken und Taschen ist es halt einfach wichtig, guckt die euch an. Wenn ihr die Möglichkeit habt, vor Ort die eben zu probieren, dann macht es. Weil wie schon gesagt, dieser Rucksack hat seine Vor- und Nachteile. Er hat so einen Schlüsselring innen, damit der Schlüssel nicht komplett da reinfällt. Da kannst du dann Schlüssel reinhängen. Aber Handytasche oder so, das vermisse ich halt. Und da ist so ein seitlicher Rucksack, so eine seitliche Tasche wäre da echt nicht schlecht, wo du halt kurz Geldbeutel reinpacken kannst und Telefon, dass du es halt immer griffbereit hast. Denn das habe ich nicht. Aber es ist eine tolle Marke und eine wunderbare Qualität. Und ich nehme den für so viele Sachen her: Einkaufen, übers Wochenende wegfahren, Sport, wenn es mal zu viel regnet. So habe ich den halt einfach auch gekauft mit dem Hintergedanke: Ich habe ein Fahrrad, das hat keinen Gepäckträger. Und das ist mein sogenannter Gepäckträger, den ich dann halt einfach auf dem Rücken trage. Lasst uns über meinen Regenmantel sprechen. Hier ist gerade so richtig vom Wetter her. Und ich habe den jetzt zum ersten Mal so richtig gut austesten können. Und der ist halt einfach absolut dicht und wird halt nicht wirklich nass so. Also das perlt da alles ab. Ich wollte unbedingt einen Regenmantel haben, weil ich habe ja seit letztem Jahr, vorletztem, ist schon so lange her, seit letztem Jahr April kein Auto mehr. Letztes Jahr April. Und da war mir klar, weil ich viel eben E-Roller, Fahrrad zurücklege, besorgt ihr mal einen Regenmantel. Und ich habe geguckt, was es nachhaltig so gibt und sehe so bei Selby. Das sieht doch aus wie Blutsgeschwister, weil der hat hier hinten, hat er dieses Logo, seht ihr das? Dann sieht man dich gleich im Dunkeln, wenn du angeschienen wirst von irgendeinem Fahrrad, von einem Fahrradlicht oder Auto oder so. Weil das hier leuchtet sofort, wenn du im Dunkeln unterwegs bist. Und dann denke ich mir so, das sieht doch aus wie Blutsgeschwister. Und den Mantel gab es aber nicht unter dem unter dem Namen, sondern da stand nur nachhaltige Marke, Fair Trade. Und ich habe mir nur gedacht, so 40 Euro, also ich bestelle ihn jetzt mal und wenn der wirklich gar nichts ist, dann geht er wieder zurück. Bei Selby ist es immer so eine Sache, du überlegst dir schon zweimal, ob du Sachen bestellst und sie wieder zurückschickst, weil du musst Porto zahlen, ne? Also du musst einmal hin Porto zahlen und zurück musst du auch wieder Porto zahlen, also überlegst du dir jetzt zweimal. Und da ich aber einen Regenmantel gebraucht habe, war das für mich einfach gar kein Thema. Und er ist super. Er ist in XL, das kann ich euch einfach auch nur empfehlen. Nehmt sowas immer in größer, weil ihr müsst ja auch was Dickeres irgendwann drunter tragen. Der hat Vlies innen und er ist wasserdicht und er hat 40 Euro gekostet. Da stand halt, wie gesagt, die Marke nicht und so ein Teil kostet in der Regel 160 Euro, habe ich gesehen auf der Homepage. Wenn ich irgendwas in der Richtung finde, werde ich euch das jetzt einblenden oder habe euch das jetzt schon eingeblendet. Also das war wirklich ein richtig krasser Schnapper. So, das ist so in der Form auch noch nie in einem Favoritenvideo von mir passiert. Dieses blaue T-Shirt liebe ich. Ich habe so ein bisschen. Ich habe es. Wann habe ich es bestellt? Anfang diesen Jahres und ich habe es anfänglich ein bisschen ignoriert. Es ist auch von Selby, es ist von ASOS und ich bin erst nicht so richtig drauf klargekommen, ne? Also, weil ich mag normalerweise, wenn ich hier einen dickeren Bund habe, das sind so Kleinigkeiten, die mich gestört haben und ich merke so, in letzter Zeit, so, du trägst es rauf und runter. Erst hatte ich es nur zum Sport an, weil, wie gesagt, ich habe das T-Shirt ein bisschen verschmäht. Und im Sport merke ich einfach so einmal so, eigentlich mag ich die Farbe und eigentlich liebe ich das T-Shirt. Vielleicht habe ich 2, 3 Euro dafür bezahlt, weil sowas
kriegst du hinterhergeworfen bei SLP, ne? Also musst mal gucken. Und gerade so Basic-T-Shirts sind halt mein Ding. Ne? Mal schauen, wie lange es die Farbe behält, weil wenn ich es gerade so viel anziehe, wird es halt auch regelmäßig gewaschen. Und ich habe so ein T-Shirt, so ein blaues von Tok Tok. Das hat ein bisschen Farbe gelassen, muss ich sagen. Ist halt immer schade. Aber sowas könnte man eventuell wahrscheinlich nochmal färben. Oder wenn man ganz fancy drauf ist, spartiken. I don't know. Aber ich lieb's und bin froh, dass ich es gefunden habe. Ich bin gerade so ein bisschen am rumtesten. Veganes Protein. Ihr wisst ja, ich habe zweimal bei Rocca bestellt und festgestellt, ich mag dieses extrem süße gar nicht. Nutri Plus mag ich. Ich werde wahrscheinlich demnächst wieder zulangen. Aber meine Protein-Bestellung war nur halb gut, muss man sagen. Denn ich habe ein Clear No Whey bestellt, wo ein Stoff drin ist, den vertrage ich halt mal null. Null. Da kriege ich echt Probleme mit der Verdauung. Und bis ich das rausgefunden habe, oh, kriege ich nicht nur Probleme mit der Verdauung. Ich habe ja wahrscheinlich ADHS und da kriege ich auch richtig krasse Aussetzer. Das ist Maltodextrin. Und die arbeiten gern mit Maltodextrin. Da ist Gott sei Dank nicht drin. Und mir ist es einmal passiert, also ganz am Anfang, ich habe das schön jeden Tag dann getrunken gehabt und so. Und einmal habe ich, wer ADHS hat, weiß, diese Aussetzer passieren. Ich bin vom Sport gekommen, habe mein Fahrrad mitten im Gang stehen lassen, muss an dem Fahrrad vorbeigelaufen sein, muss in meinen Keller gelaufen sein und dann ist alles weg. Dann habe ich mich wieder in der Wohnung gefunden und als man mir dann gesagt hat, wieso steht dein Fahrrad so im Weg, habe ich meinen Nachbarn mit großen Augen angeguckt und bin selbst an mir erschrocken und habe dann bemerkt, so, ja, meine Verdauung reagiert hat auf das Zeug auch extremst. Also Maltodextrin hatte ich, glaube ich, auch mal bei was von Koro drin. Und da habe ich auch schon mega reagiert und habe es dann voll vergessen. Also nicht jeder Zuckeraustauschstoff ist gut für einen. Und da ist es aber nicht drin. Das ist das Vanille My Vegan Protein. Und das schmeckt echt mega gut. Das ist nicht so süß. Also es kommt so ganz fein daher. Und hat auch nicht wirklich viel gekostet. Aber durch das, dass die Bestellung halt halb fail war. Ich habe einen coolen Shaker, das muss man sagen. Ne? Also der hat mir schon so ein bisschen in die Bestellung gerettet. Aber so der zweite Teil aus der Bestellung war halt mega mies. Aber das hier könnte ich mir vorstellen, nochmal zu bestellen. Aber ich will, glaube ich, beim nächsten Mal, wenn ich wieder was brauche, echt bei NutriPlus wieder zuschlagen. Weil das war echt immer noch am allerbesten und nicht so süß. Ich zeige ja nicht viel medizinische Sachen. Heute mal ein medizinisches Shampoo. Und bei medizinischen Shampoos kannst du halt oftmals nicht danach gucken, ist es tierversuchsfrei, ist es vegan. Das ist es ganz bestimmt nicht. Aber ich habe immer wieder mal Probleme mit der Kopfhaut. Das ist eine neue Packung. Super jungfräulich. Das ist die große Packung, die kostet 20 Euro. Und ich kann euch das wirklich empfehlen, wenn ihr Probleme habt. Der Stoff ist super gut. Ich habe, als ich es ganz schlimm hatte, noch dieses andere Markenprodukt, was wesentlich teurer ist, mir immer gekauft und bin dann zu dem umgewechselt. Das kann man halt zwischendrin immer mal wieder machen. Und jetzt nehme ich das gerade wieder zweimal am Tag, weil ich gerade wieder halt dementsprechende Schwierigkeiten habe, dass wendest du an, wenn du halt Pilzinfektionen auf der Haut, du kannst dich auch damit pushen oder eben auf dem Kopf hast. Und ich wasche gerade meine Haare wieder jeden zweiten Tag, muss ich, und zweimal in der Woche halt damit. Und ich merke halt immer, wenn was nicht stimmt, wenn ich extrem viel Haarausfall wieder bekomme. Das heißt, bei mir, die Haare brechen ab. Und dann merke ich halt einfach wieder, das muss mal wieder her. Und ich muss mal wieder so eine kleine Kur machen. Ich habe das immer zu Hause, ne, weil ich nie weiß,
wann bricht sie wieder aus? Nach Schmerztabletten ist das bei mir einfach in meinem Apothekenschrank, kann man sagen, ein Muss. Deo, Creme Deo. Ich habe mir dieses Mal echt überlegt, holst du es nochmal? Weil ich fand den Duft eigentlich echt toll und dann hat mich das Neue mal wieder abgelenkt und dann habe ich das schon gleich bereut. Von dem Lavera gibt es jetzt zwei. Natural and Strong finde ich eigentlich echt mega gut. Aber diese Sensitive-Reihe habe ich halt als Shampoo auch zu Hause. Ich finde auch die Creme. Ich packe mir jetzt nichts mehr Beduftendes ins Gesicht. Jungfräulich. Also, ich bereue schon so ein bisschen, dass ich das genommen habe, aber ich werde mich auch dran gewöhnen. Ich mag die Deos echt gerne. Das hat mir jetzt über ein Jahr gehalten. Aber locker über ein Jahr, wenn es nicht anderthalb war. Da fast leer. Kann nur noch den Rand so auskratzen. Und mich wundert, dass es halt nicht kaputt gegangen ist. So. Weil anderthalb Jahre ist das halt nicht gedacht. Steht hier, irgendwo müsste doch so ein kleines Töpfchen sein, wo wieder ein Jahr drauf steht oder so. Ist gar nicht drauf, lustig. Naja, auf jeden Fall kann ich die empfehlen. Die könnt ihr euch echt mal angucken. Die heben auch echt gut. Und ja, also ich bin normalerweise schon so jemand, der auf Duftstoffe achtet. Aber im Deo brauche ich, glaube ich, schon Duftstoffe. Und wenn es mein Kopf nur braucht, keine Ahnung. Viel getragen in letzter Zeit die 022. Und das wechselt bei mir lustigerweise immer, dass ich mal das gut finde und mal das gut finde. Das ist halt sehr floral. Köpft man hier gerade mal eine Runde? Ich habe mir ja vor längerer Zeit, man sieht die ja immer im Hintergrund stehen, da sind sie. Da habe ich mir mal einige gekauft. Und die sind halt qualitativ richtig gut. Die Flaschen sehen alle so aus. Also der Inhalt, der ist mal farblich ein bisschen anders. Die sind vom Preis einigermaßen gleich geblieben. Also die haben immer noch so Rabattaktionen und so. Ich kann euch die echt empfehlen, weil das ist das einzigste Parfum, was wirklich arbeitet von den Duftzwillingen. Das bedeutet, du hast einen Kopf, Herz und eine Basisnote. Das habe ich von allen anderen nicht so wirklich. Ich habe auch Larif-Sachen, ich habe auch Divine-Sachen, aber die sind alle nicht so gut wie die hier. Das sind halt echt immer noch die allerbesten. Und das hat mir halt eine Abonnentin mal unter das Video geschrieben. Und da bin ich halt echt immer noch dankbar für den Tipp. Also, falls du mir hier noch zuguckst, vielen Dank. Bevor ich jetzt weitermache, was sind deine Favoriten aus der letzten Zeit? Schreib mir die unten in die Kommentare. Bezieh dich mal auf zwei oder drei. Würde mich mal interessieren. Vielleicht ist ja da auch der ein oder andere Tipp für mich dabei. Rossmann hat die Isana-Serie überarbeitet und es sind neue Produkte rausgekommen. Da wird es jetzt demnächst Einzelreviews zu den beiden Schätzchen hier geben. Da sieht man schon, da ist schon ein bisschen mehr raus. Und da ist auch schon ein bisschen was raus. Lustigerweise haben beide Flaschen den gleichen Inhalt. Die muss halt breiter sein als die hier, denn die wirkt größer. Das ist ja sowas von krass. Also was du mit Verpackungen alles anrichten kannst, du kannst ja da den Endverbraucher sowas von verarschen auch. Die hat einen mega fetten Boden, das hat die hier nicht. Sehe ich gerade, dass der Boden richtig dick. Du denkst so, oh, das lohnt sich voll. Also die ist nicht größer, aber dafür schwerer als die. Irgendwie lustig. Muss ich mal bei den anderen Flaschen gucken, weil ich habe mir ja auch andere geholt. Das finde ich richtig geil, das Glycerin. Und das Niacinamid finde ich auch richtig gut. Bei beiden Produkten muss man aber sagen, das muss die Haut vertragen können. Glycerin ist hier relativ viel enthalten, sodass es auch zu Hautirritationen kommen könnte. Und beim Niacinamid mit 10% so oder so. Ne? Also das kann einfach nicht jeder anwenden. Aber sehen die Sachen nicht einfach cute aus jetzt? Sehen die nicht einfach richtig gut aus? Diese Überarbeitung, die war echt fällig. Weil manche Sachen sahen halt nicht nach Skincare aus und du dachtest dir, gerade bei dem 120 Stunden Liquids Zeug,
dachtest du dir irgendwie, das wirkt wie so ein, ich habe es glaube in einem anderen Video gesagt, wie so ein Desinfektionsspray. Aber hier hat man es halt jetzt echt mit Skincare zu tun. Also es hat dir echt geschickt gemacht. Die Sachen kosten im Schnitt 6 €, sind also ein bisschen teurer. Zeig diesem Video oder diesem Format, dass du es gerne guckst. Nur so pushst du mein Video im Algorithmus auf YouTube nach oben. Also Daumen nach oben, Kommentar nicht vergessen. Ich würde mich eh freuen über Tipps und Tricks von euch. Favoriten sind immer geil und ich kenne ja nicht alles. Also schreibt mir die gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich würde mich an der Stelle wieder abmelden. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.